Hi, gut, Runde 2 von Wintermute Episode 4. Stimmt, wir sind tatsächlich, also das Speichern hat wirklich geklappt. Da hat uns Paul den richtigen Tipp gegeben. Wir haben unser Hölzchen. Wir müssen aber auch gar nicht schlafen. Witzigerweise haben wir 35 Kilo Möglichkeiten. Tragefähigkeiten, Möglichkeiten. Und wir müssen uns immer noch um die Belange dieses heruntergekommenen Dampf, wie nennen die das? Steamway oder was? Kümmern. Offen, okay, Dampfrohrventil. Dann müssen wir also wirklich hier drüben erstmal schauen, dass wir hier alles in Gang kriegen, wa? Ja, dann tun wir das. Wie viel haben wir denn noch von unserem Zeug? Da hatten wir doch aber noch was gefunden, ne? 0,6 Liter. Okay, das geht noch. 82% von der Lampe. Okay. So, folgen wir erstmal dem Ding. Das ist offen. Aber hier kommt nichts an anscheinend. Also müssen wir das mal schließen. Warum auch immer. Okay. Läuft durch. Sehr gut. Dann hat man ja hier noch, irgendwann mal den Spind. Aha, Streichhölzer. Auch nochmal. Und eine abgenutzte Jeans, 39%, die können wir nicht gebrauchen. Da ist der Kanister. Okay. This will keep the lamp burning. Yes, this will keep the lamp burning. Können wir eigentlich direkt auffüllen? Obwohl, sollte man nie machen, ne? Eine brennende Lampe auffüllen ist dumm, ne? Nur mal so nebenbei. Damit hat der ja immer noch so viel. Und wir haben 34,7. Eieieiei, aber die können wir auch gebrauchen. I think I can use this. Müssen wir aber gleich mal was loswerden. So, pass auf. Hier kommt's raus. Geht hier rüber. Und wandert dann hier in den Boden und einmal hier durch. Ich hoffe mal, dass es hier lang geht. Also, kommt dann wohl hier halt an. Witzigerweise müssen wir das jetzt schließen. Auch ein bisschen seltsam, oder? Naja, vielleicht damit. Doch, jetzt wird das hier. Ja, da stimmt bestimmt irgendwas nicht. Tja, wo können wir denn jetzt längs? Gehen wir mal weiter hier durch, ne? Kicken wir mal. Ja, Kadaver, so als armer Zuschauer von mehreren Streamern, die man gerne guckt, wenn die gleichzeitig online sind, das ist immer kacke. Aber leider ist das häufiger samstags der Fall. Leider. Durchsucht, das, da ist auch nochmal so eine Kack-Jeans drin. Entschuldigung, dass ich das so nenne, aber das ist hier nochmal wirklich der Fall. Lass mal eben schauen, was wir loswerden können. Hiervon eigentlich weniger. Eventuell zwei Stöckchen. Das Zedernholz behalte ich definitiv, auch wenn es ein halbes Kilo wiegt. Die eine Kohle auch. Wir können aber, so wie ich das sehe, mal eben ein bisschen was hiervon naschen. Ich habe Gott sei Dank zwei Ohren, aber ich kann zwei Leuten auf einmal nicht zuhören. Das geht bei mir nicht. Das ist aber auch mittlerweile alters- und jobbedingt. Ich habe auch teilweise auf meiner Arbeit, da ist es ziemlich laut immer, echt Probleme Leuten, wenn die so nuscheln oder zu leise reden, zu verstehen. Also das geht gar nicht mehr bei mir. Muss ich die Leute immer darum bitten, lauter zu reden, so auf die Art. Red lauter! So, hier ist jetzt aber alles ziemlich smoothie, ne? Also alles ziemlich angetaut. Schauen wir doch mal hier rein. Oh, und Vinny hat so ein leckeres Essen kredenzt. Leckeren Seehecht mit einem leckeren Bulgursalat. Oh, das war so cool. Und dann nach einem halben Stündchen so. Oh, ach, ich muss ja noch mit dem Hund. Ja, dann noch mit dem Baldi, dann noch einen Kaffee.
Sind wir. Ah! Wir kommen natürlich jetzt nicht in den Control Room. Wir brauchen. Ah, das war das, okay. Ne? Ja. Aber du, Gehörschutz ist schon teilweise wirklich wichtig. Geschlossen, machen wir das mal auf. Ah ja, wir sehen ja, da unten ist das noch ein bisschen gefroren, ne? Jo, das sieht gut aus, ne? Oder? Jo. Nehmen wir das auch mal mit. Ein schwerer Hammer. 2 Kilo. Also wir können jetzt echt nichts mehr mitnehmen. Jetzt wird's eng. Puh, ah, pass auf. Ja, dann müssen wir leider den Kanister auf jeden Fall loswerden. Die Bügelsäge auf keinen Fall. Das ist wichtiger Stuff. Wir haben 1,5 Kilo zu viel. Puh, okay. Tut mir leid, weg. 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 Jetzt habe ich einen Dosenöffner noch mit weggeschmissen. Nein, das geht so nicht. Ja gut, also so viele Magnesiumfackeln brauchen wir nicht. Zack. Aber seit Anfang des Spiels habe ich den Schößling dabei. So, haben wir noch 1,5 Kilo, was wir aufladen können, okay. So, und das haben wir auch durch. Einfaches Werkzeug. Das brauchen wir zur Reparatur, aber... Können wir denn irgendwas reparieren? Lass mal eben schauen. Die Lampe, aber dazu bräuchten wir, Was ist das gemein? Dazu bräuchten wir Altmetall, das haben wir natürlich auch nicht da. Ja gut, 1,5 Kilo hätte ich weg, wenn ich die beiden Magnesiumfackeln hier lassen würde, ne? Gut, zurück. Das Problem mit dem Gehörschutz ist einfach nur, wir haben keine richtigen Kopfhörer oder so, sondern halt nur diese Nuppel, die du dir in die Ohren steckst. Und das Problem daran ist, dass wenn man sich die in die Ohren steckt, man automatisch leiser redet, weil man sich lauter hört. Und wenn dann halt einer vor mir steht, der diese Nuppel im Ohr hat, dann redet er automatisch leiser. Ah. Du verstehst mein Dilemma, ne? Jetzt sind wir hier rum, darum, bla bla bla. Mal schauen. Eventuell müssen wir jetzt gleich sogar direkt wieder in diesen Kontrollraum und von da aus die Türe kaputt machen, also das Schloss kaputt machen. So, wir kommen hier noch nicht weiter. Weil. Wissen wir noch nicht. Machen wir mal eben an. Der ist geschlossen. Den machen wir mal auf. Jo. Zerstören den Verriegelungsmechanismus. Okay. Worked. Ich dachte, wir kommen hier jetzt nicht rein, weil von der anderen Seite ja die Kette drauf hing, weißt du? Aber okay, wenn wir reinkommen, perfekt. Was? Was ist das für eine Tür und warum hängt hier noch Eis? Ist das die Türe, wo wir gerade eben waren? Da müsste da ja eigentlich ein Regal stehen, ne? Egal. Dafür brauchen wir bestimmt den schweren Hammer. Jo. Bam! Ja, kann er mal alles rauslassen, ne? Ich tät mal sagen, ist im Arsch, ne? Also jetzt mal so ganz rüde ausgedrückt, ne? Und den Hammer haben wir auch nicht mehr. Das heißt, wir haben 2 Kilo weniger. Sehr schön. Durch die Tür kann man nicht. Jetzt schon? Okay. Ach, das hier war die verriegelte Tür. Da steht das Regal. Da drüben. Ich
täte jetzt aber trotzdem ungern ein paar Sachen hier lassen. Sind wir denn jetzt hier? Wir haben echt eine Menge da gelassen. Ich meine, ist okay, wir werden bestimmt noch was finden. Wir sind im Story Mode und bisher war der immer sehr, sehr freundlich. Das erinnert mich so ein bisschen an den Kater-Staudamm. Staudamm? An den Staudamm? An den Kater-Staudamm? Schwarzfels Spindschlüssel. Fug, wo hatten wir denn diese Spinde? Wisst ihr, wo kommen Handy? Öffne Schwarzfels Spind Nummer 8, okay. Quark. Nee, das war hier drüben. Dinge. Krachmacher? Da ist er. Ein Schlüssel zu einem Spind in der Schwarzfelskaserne. Strafstädter, Schwarzfeldgerüchte. Da liegt der Typ. Wohnwagen. Ach da. Nee, das ist das Kraftwerk. Quatsch. Quere nach Schwarzfeld zurück. Waren da diese Spinde? Ja, in dem einen Raum, ne? Als wir da über die Dächer gekraxelt sind. Das wäre so unfair, wenn wir die ganzen Sachen nicht mehr machen können. Aber der Katerstaudamm, der ist ja am Rätselsee, der ist nicht bei Großer Bär. Ist gleich Kadaver. Will ich den Versorgungstunnel verlassen? Haben wir eine andere Chance? Das Wetter schlägt um oder Raubtiere sind hier auf der Spur. Suche Schutz in einem Vehikel. Ja, können wir machen. Hier sind wir aber nicht reingekommen, ne? Cool. Ja, dann haben wir wieder was ein bisschen zu durchsuchen und so, ne? Gibt wieder Dinge zu finden. Schön. Wir mal auf den Sitzen gucken, weil eben haben wir auch noch Patronen gefunden. Das ist doch das Gefängnis. Ja, sind wir. Spind Nummer 8, das war hier irgendwo. Ach nee, dann würden wir also jetzt durch die Versorgungstunnel da hineinkommen, dass wir diesen ganzen Weg zurücklegen können. Ist ja geil.
Wo waren diese fucking Spinde? Und wir sollten unsere Sachen noch unterbringen irgendwie, ne? Bevor die fiesen Typen uns da wieder ans Leder gehen und da alle Klamotten wegnehmen und so. Sind hier nicht reingekommen. Wir müssen also wieder draußen rum, um Spind 8 zu öffnen. Weil hier waren die ja nicht. Ich habe auch gar keinen Bock, da in die Nähe zu gehen. Ja, schauen wir mal. Also wenn da jetzt keine Wölfe rumhängen, dann haben wir eigentlich ein leichtes Spiel mit Roger Rabbit, ne? Hier waren keine. Das ist aber ziemlich geil, weil wir dann echt gutes Stück Weg einfach so überbrücken können. Und wie leichtfüßig wir gehen. Oh oh. Oh oh oh, oh oh oh. Wo war diese scheiß Tür? Da ist noch ein Wolf. Halt mal da, wo du bist, Wolf. Scheiße, wo bin ich denn lang? Wo bin ich denn eben lang? Ich bin doch eben hier reingekommen. Fuck, 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 fuck. Warum nehmen wir jetzt Stress verpasst, die Hunde? Die Wölfe. Da ist die Tür. Die Tür zu. Oh, pfff. Holla, die Waldfee. Ich habe nämlich Angst, wenn ich da nah genug wieder hinkomme, dass ich dann da direkt im Dings bin, weißt du? In der Zwischensequenz und dann alle Sachen weg sind. Gewehr und so. Joker, aber das war echt knapp. Das war scheiße knapp. Oh, Rücken mal knacken. Hier kämen wir rein. Hier kämen wir immer noch nicht rein. Hier haben wir ja auch einiges zurückgelassen. Können wir direkt nochmal gucken. Leer, 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 leer. Durchsucht heißt, da ist noch was drin. Da ist noch, siehst du, Zedernholz und Zeug, ne? Die haben wir einfach übersehen, also ich. Ihr habt ja nichts damit zu tun. Hier waren die Spinde. 2, 8. Hope nobody needs this anymore. Nochmal ein Revolver. Okay. Okay. Bisschen was essen, bisschen was trinken. Damit gehen wir unsere Vorräte auch so langsam zur Neige. Das ist ein Baseball Cap. Wo sieht der Wickel? Wir sind komplett hier drüber gelaufen. Sind da hinten runtergekommen. Sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Weil ich nicht glaube, dass wir hier... Okay, gehen wir übers Dach wieder.
Hier liegt noch Stoff drin. Jetzt ärgert mich meine Nase. Could end up being useful. Meinst du, ich soll speichern? Er hat doch gerade automatisch gespeichert. Beim Öffnen von dem Dingens da. Beim Spindöffnen hat er automatisch gespeichert. Also von daher. Ah ja, hier haben wir noch ein bisschen was abgelegt. Aber hier sind wir durchs Fenster rein. Das können wir jetzt nicht mehr. Müssen wir also wirklich den Wolfsweg zurückgehen. Fuuuuck. Eieieiei. Na, wenn im See ist, ist das so, ne? Wir müssen echt wieder an den Wölfen vorbei. Boah. Ich möchte auch ungern hier irgendwie runterbremsen. Ups. Erst will die Tür vom Kopf schlagen. Wusch. Meinst du, ich soll speichern wegen Wauwau? Könnte man natürlich machen, kann da, ne? Die hören sich wieder so freundlich an, ne? Da wir ja speichern können. Oh. Die Knarre ist leer. Wunder, Wunder. Aha. Probier es erstmal ohne. Tut mir leid, Kleiner. Ich wollte das nicht. Aber du hast mir keine richtige Chance gelassen. Außerdem... Ah, da unten. Okay. Ich wollte gerade sagen, außerdem könnten wir direkt mal nach dem Typen gucken. Da liegt noch unsere Fackel. Nach dem vermissten Mitarbeiter. Oh, das tut mir echt leid, dass wir den Wolf jetzt erschießen mussten. Entschuldigung. Ja, dann muss ich hier durch den Hof gehen, ne? Ich habe echt Panik, dass wir da... dass wir da ein Problem kriegen. Dass wir jetzt direkt von den Typen angelabert werden, weißt du? Ich gehe mal extra im großen Bogen um die Tür hier. Für die Jungs. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Ne. Für die Jungs läuft der Strom jetzt wieder, aber trotzdem geht die Tür nicht auf. Also haben wir unseren Job getan. Auf der anderen Seite. Inwieweit werden die sich daran halten, an unserer Abmachung, ey? Glaubt dem doch eh keiner, oder? In deren Psychobirne. So, gucken wir doch mal nach dem verschwundenen Kraftwerk-Mitarbeiter. Allzu viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Ah,
Ah ja, da streunt Wolf rum und da liegt er. Naja, laut Karte liegt er da. Oder besser gesagt, laut Karte kommen wir von da rein. Unbeschadet, hoffentlich. Das ist so cool, dass er nur diese eine Patrone nachlädt. Das ist so... Ah. Bei dem Gewehr macht er das nicht, ne? Da schiebt er immer so einen ganzen Riegel rein. Wir sind trotzdem ziemlich voll. Oh, bitte kein Kraken. Es gibt Rohrkolben. In dem ganzen Spiel habe ich bisher noch keine Rohrkolben entdeckt. Die muss ich direkt mitnehmen. 3 Wölfe. Warte mal, wir probieren mal so einen Krachmacher aus. Nein! Ich habe mir die Hand weggesprengt. Oh, bin ich blöd. Ich dachte, ich werfe mit Maus 4, so wie sonst auch immer, weißt du? Jo, super. Habe ich gut gemacht. Habe ich mir die Hand weggesprengt, ey. Hat das geklappt? Ja, ne. Behandlung und Schmerzdings oder und. Okay. Pass auf, nehmen wir mal Schmerzdings. Ich bin die Hand weggesprengt, ey. Geheilt. Okay. Deswegen sollte man... Okay. Da kommt der nächste Kleine. Komm, ich will das nur mal probieren. Ich finde das lustig. Hallo? Achso, ich habe keine Hand frei, ja? Nein! Ich habe keine Hand frei. So. Boah, jetzt aber... Boah, ist das schlimm. Platzwunde, Riss, Kleidung, bla bla. Ach, jetzt habe ich auf einmal eine Hand frei. So, steck mal weg. Ja, jetzt sind wir hier. Nee, nicht ganz. Wir sind noch hier lang. Ah, das ist aber scheiße. Weißt du was, ich bin mal ganz frech. Ich mach das hier ungerne. Dieser Autosave, ich habe schnell gespeichert. Ein Jahr alt. Ich nehme das Autosave. Spreng ich mir die Hand weg. Okay. Da mussten wir jetzt nochmal zurück zu den Wölfen, ne? Links 8 haben wir schon geöffnet. Wir haben 2 Revolver, alles klar. Deswegen war die leer, die Knarre, weil er die hier genommen hat, anstatt die hier. Verstehe. Pass auf, dann machen wir das so, weil da gibt es Aktionen. Entladen. So, und jetzt nimmt er ja, wenn ich auf das Kreismenü gehe, die neue Waffe. Nochmal, gut. Machen wir nochmal. Ach, Kadaver. Tut mir leid. Aber das war lustig. Das war jetzt wirklich mehr als lustig. Schieße ich mir die Hand weg, ey. Wir hauen jetzt schon ab. Da kommt der Bekloppte, der sich die Hand wegspringt. Komm, lasst uns abhauen, bevor er uns in die Luft jagt. Nein, ich dachte echt, ich werfe das mit Maus 4. Wie sonst auch immer. Aber da war ich dann plötzlich in meinem Kreismenü. Mal gucken, ob das klappt.
Holla, die Waldfee. So. Alter. Gegessen, getrunken haben wir sind nur ein bisschen müde. Gesundheit baut sich wieder auf. Okay. Ah, da springe ich mir die Hand weg. Da komme ich jetzt den ganzen Abend nicht mehr drüber. Na gut, also rein theoretisch hätte Autosave 4 stattfinden müssen. Beim Verlassen von dem Ding hier. Naja, okay.